Münchner Innenstadt. Dieses Mädchen bettelt heute zum ersten Mal hier. Die Tricks schaut sie bei ihrer Schwester ab. Das wievielte Mal bist du hier? Das erste Mal. Wie alt bist du? 17 Jahre und 6 Monate. Die Bettlerin ist also noch minderjährig. Sie heißt Pamela und kommt aus einem kleinen Dorf in Südrumänien. Was treibt sie auf die Straße? 1000 Kilometer entfernt. Das Heimatdorf des Mädchens zu finden, ist nicht ganz leicht. Denn die Menschen hier, alle Roma, haben illegal im Flussbett gesiedelt. Sie haben keine Infrastruktur, keine Adressen, keine Bankverbindung. Nicht einmal eine Straße. Bilder wie aus einem afrikanischen Slum. Und doch ist man hier noch in der EU. Pamela wirkt selbstbewusster als auf der Straße in München. Jetzt bin ich schön. Für ihren kleinen Sohn hat sie ein Geschenk mitgebracht. Aus einem Mülleimer. Eigentlich hat Pamela noch Zwillinge, erfahren wir. Doch wo sind sie? Wartet, ich zeige euch ein Bild. Hier sind sie. Da waren sie 3 Monate alt. 2 Mädchen. Ich musste sie weggeben. Ich konnte sie nicht aufziehen und meine Eltern konnten nicht helfen. Sie hatten schon 3 andere Enkel bei ihnen wohnen. Ich hatte kein Geld für Milchpulver und Windeln. Also habe ich sie abgegeben. Pamela sagt, sie bettle aus Not, so wie Dutzende andere hier im Dorf. München sei lukrativer als die schlecht bezahlten rumänischen Jobs, die man ohne Straße sowieso nicht erreichen könne. Alle hier erzählen uns das Gleiche. Sie würden aus freien Stücken gehen. Niemand zwinge sie. 1000 Kilometer weiter, in München, finden wir das andere Ende der Geschichte. Die Polizei bestätigt unsere Recherchen. Wir haben halt momentan den Stand, dass alle Ermittlungen, die diesbezüglich durchgeführt wurden, immer nur bis zu einem gewissen Grad gegangen sind und man hat in keinem Bereich bislang hier in eine strafbare Handlung, in einen Menschenhandel oder dergleichen reingekommen ist. Also wir können es natürlich nicht ausschließen. Unsere bisherigen Erkenntnisse gehen aber eher in dem Bereich, dass es oft organisierte Familien sind, die hier im großen Ziele oder im großen Maße runterkommen. Ob man den Bettlern Geld in ihre Becher wirft, muss jeder selbst entscheiden. Die Angst, damit eine dubiose Mafia zu finanzieren, scheint aber unbegründet.